Hallo und willkommen zurück zu einer kleinen neuen Folge von Minecraft Stadt. Ja, nachdem jetzt natürlich letzte Folge hier der Red Closing fertig ist, kann ich mal kurz aufmachen für euch. Tada! Wollte ich euch noch eben schnell den Red Market zeigen, der ja auch fertig ist. Und ich habe noch nicht alles gezeigt. Ja, Problem ist momentan nur, ihr seht schon, dass wir ein paar Probleme mit den Karten haben, weil die IDs überschrieben werden, sobald man neue Karten erstellt. Deswegen ist das Logo jetzt ein bisschen hin, aber es wird gerade von lieben Loris neu erstellt. Also, ja. Man kann jetzt übrigens... Ja, ist ja gut. Man kann den Markt jetzt übrigens auch zumachen und aufmachen. Kurzer Fail. Ja, kann man kurz den Laden zumachen und dann seht ihr hier, alle Lichter gehen aus. Kurz mal. Die Türen sind jetzt übrigens auch gesperrt, das heißt, man kann hier nicht mehr rein. Das kommt auch nicht mehr raus. Ja, da hat die Arschkarte gezogen, wenn man noch drin ist. Machen wir aber mal wieder auf. Denn... böse Tür. Ich möchte das jetzt mal alles genau zeigen, was jetzt neu ist und was nicht. Gehen Sie mal auf Tür. Vielen Dank. Ja, wir haben jetzt hier einen kleinen Brunnen. Mal wieder zurückfliegen und aktivieren. Da ist er. Genau, wie es sich gehört. Dann hier ein paar unserer neuesten Angebote. Die werden natürlich später ersetzt. Ja, da haben wir jetzt hier Eingang und Ausgang direkt gekennzeichnet. Man geht hier rein, hat dann natürlich hier die schönen Regale. Und jetzt hat man sogar Beschriftung drüber, was das jetzt genau ist. Also hier Gemüseregal, kann man sich da natürlich jetzt Kartoffeln holen, Karotten und Mushroom-Soups. Egal. Ja, hier kommt dann noch Obst hin. So wie hier Gemüse steht. Da haben wir hier noch was fürs Beet, also ein paar Seeds, Kürbis, Pumpkin und Weizen-Seeds. Hier kommt dann natürlich noch Tiefkühlkost, nennt man das so? Ich glaube schon. Dann haben wir hier Fleisch und Fisch. Kann man sich natürlich auch was nehmen. Das Barbecue vielleicht. Ja, und dann haben wir hier noch das neue Bücherregal, was natürlich im dritten Teil noch entstanden ist. Ich hier entspannt Bücher holen, normale Bücher zum Schreiben und einfach so Bücher, warum auch immer. Holt man sich eben. Hier haben wir das Alkoholregal mit Wodka Martinis zum Beispiel. Oh ja, das pfeffert rein. Meine Stimme ist gerade ein bisschen angeschlagen, tut mir leid. Da hat man hier hinten natürlich noch Gebäck, heißt Kekse, Kuchen, Brot, das Übliche. Hier kommen dann die Flaschen rein, kennt man ja, ne, bei den Flaschenautomaten. So, dann das jetzt da rein. Sieht man es noch? Ah, nee. Da sieht man sie. Oh, tschüss. Genau. Hier haben wir Honig und Co., also Honig, goldene Äpfel, Wassermelonen, ne, kennt man. Natürlich eigentlich nicht alles im Regal, aber naja. Und hier hat man halt noch Eier, Zucker und diese komische Beetroot-Soup. Ja. Wenn man natürlich alles eingekauft hat, geht man dann ja zur Kasse. Und die Kassen haben jetzt natürlich das Feature, dass sie immer die Sperren davon deaktivieren können, wobei jetzt auch beide fertig sind. Ja, gehen wir erstmal in die Kasse rein. Ihr seht hier ein Holzboden. Dieser Hebel hier macht das... Warte mal. Okay, das macht an. Ja, das ist an, genau. Hier das Förderband an. Dann haben wir hier den Knopf, der einmal kurz die Sperre aufhebt. Und dann haben wir einmal hier den Hebel, um die Kasse überhaupt anzuschalten. Genau, dann wäre jetzt der Kunde hier und will jetzt seine Items nehmen. Das sind natürlich sehr viele und deswegen ist es auch verbuggt, weil nämlich die Items zu Items teleportiert werden. Das heißt, ihr müsst dann suchen, alles hier irgendwie auf einen Platz zu werfen. Aber wobei, jetzt geht's sogar, seht ihr? Ja, die wandern hier übers Förderband und würden dann eigentlich hier drin landen, auch wenn es jetzt immer noch verpackt ist.
So, wenn ihr jetzt dann bezahlt habt, können die dann hier sagen, ja, okay, der gibt die Sperre kurz, ihr könnt durchgehen und kein Alarm. Ah, ja doch, jetzt kam Alarm. Ist halt schnell genug durchgehen. Würde man jetzt natürlich ohne irgendwas zu freischalten durchgehen, kriegt man natürlich auch den Alarm. Wait, was? Oh lol. Ja gut, das war eigentlich nicht beabsichtigt, dass das Licht damit auch ausgeht. Ah, da, ja geil. Aber schon irgendwie lustig, dann wissen die Bescheid, sobald das Licht flackert. Okay, jemand hat was gestohlen. Ja, doch irgendwie lustig. Genau, wenn ihr fertig seid, könnt ihr hier den Ausgang mal verlassen. Oben habe ich jetzt so eine Art Aufhängungen auch in Türkis gemacht mit diesen neuen Twisting Vines. Und ja, ihr seht ja, es hat sich wirklich viel verändert. Also, muss man schon sagen. Wenn man mal so kurz hier drüber fliegt, wir haben hier, also ich habe die Straßenlaternen jetzt gemacht. Der Dorfkraft ist hier hinten sein Ding jetzt am Bauen, seine Twin Pines Mall. Unternehmen der Dock Industries LLC. Ich bekomme den neuen Slogan Red Market, eine Initiative der Red Industries Company. Klingt irgendwie eleganter so, statt ein Unternehmen der Red Industries Familie. Ja, die U-Bahn wurde jetzt ein bisschen weiter nach unten verlegt. Das ist im einfachen Grund, weil wir nämlich hier einen Bus am Bauen sind. Kann man auch kurz zeigen. Der backt zwar manchmal rum, aber naja. Stehen, Bus. So. Ja, das sind dann diese zukünftigen Autos. Man hängt halb in der Straße. Ja. Geht hier ein, hält dann kurz hier. Hallo, ich lese was unterwegs. Und Trinkmod kann man ziehen. Ja, und dann fährt man zurück, weil wir erstmal noch keine weiteren Stationen haben. Also doch schon, aber du kannst dich anschließen. Weil hier einfach die U-Bahn im Weg ist. Ja. Und sobald das Logo hier repariert ist, sieht das auch wieder schöner aus. Hier haben wir noch ein paar Polizeizellen. Ja, wie ihr seht, machen die nichts. Oh, na nur, ich bin jetzt woanders. Ja. So ein kleiner, lustiges Feature, Schnellreisen. Na. Ja, aber das soll es auch gewesen sein für dieses Video. Also Red Market, wie gesagt, fertig. Bis auf die Karten jetzt. Funktioniert alles. Und ja, finde, dass ihr eingeschaltet habt. Macht's gut und ciao, euer Red Gamer.